hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn, Darmkamm, Dummschwan? Oh, Jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen? Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich? Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer, aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Und als allerletzten Rat noch, ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes. Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das? Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. So, ja gut. Nicht nach unten sehen. Wir sind gefangen worden, da Willis uns ja verraten hat, das Arschloch. Und sind jetzt hier in einem Gefängnis. Das ist zwar offen, ne? Also das könnte jeder raus, aber wenn man raus will, dann stirbt man. Denn da geht's ziemlich tief runter. Und da wir unseren Wingsuit höchstwahrscheinlich nicht mehr haben, ist das keine gute Idee. Und wir sollen aus dem Gefängnis entkommen. Und wir haben Yuma gesehen zum ersten Mal. Japanisches Mädchen, wirkt ziemlich cool, aber mal wieder, es ist ja nicht das erste Mal, wurden wir auf irgendwelche harten Drogen gesetzt. Danke auch dafür. Durgesh Gefängnis, 7559 Meter. Ah, okay, ja, dieser Ort schwächt Menschen, das haben wir jetzt erfahren. Und die Leute rennen dann hier runter. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Oh! Kann mich da abseilen? Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Heute Nacht, Yayesh und ich haben einen Weg gefunden, den Berg hinunter zu klettern. Wir müssen nur ein Seil und einen Kletterhaken auftreiben, damit wir uns von der Kante runterlassen können. Ich spüre, dass ich nicht mehr lange durchhalte. Wir müssen es heute Nacht tun, bevor uns dieser Ort zerstört. Wir warten, bis es Nacht ist und hoffen, dass wir an den Dämonen dort in den Gängen vorbeischleichen können. Also die Gefangenen werden alle auf Drogen gesetzt, so wie wir auch, und dann sieht man irgendwelche Wesen und dann springt man irgendwann runter und tötet sich selber. Und jetzt müssen wir uns einen Kletterhaken bauen. Wenn ich Spinne wäre, dann könnte ich mich abseilen. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist. Sie kriecht unter deine Haut, legt dort ihre Eier ab, bis sie schlüpfen. Ich hasse Spinnen. Sie sehen alles. Aber wenn ich eine wäre, könnte ich runterklettern. Ja, dann könnte ich runterklettern. Dann könnte ich runterklettern. Also man sieht, was dieses Gefängnis mit den Gefangenen macht. Er ritzt sich hier. Was mich nur wieder wundert, ist auch wieder unrealistisch, aber gut. Das ist ja hier, es ist ja Minusgrade. Ja, hier ist ja alles vereist und Schnee und überall. Und der sitzt hier oben ohne, also der müsste ja innerhalb von ein paar Stunden erfrieren. Aber gut. Ich will es ja mal nicht anzweifeln. Und er haut seinen Kopf, oder sie haut ihren Kopf gegen die Wand. Okay, das Gefängnis macht die Leute richtig verrückt. Was hat die geschrieben, oder er? Vogelesser, der Käfig hat keine verschlossene Tür, doch die Rakshasa warten auf dich. Das Spinnengift brennt stärker, wenn sie in der Nähe sind.
Flüchte nicht aus deinem Käfig, kleiner Vogel. Sei ganz unauffällig, wenn es sein muss, und blicke nicht nach unten. Okay. Ach du Scheiße. So, wir brauchen ein Seil und einen Haken. Aber woher kriegen? Woher nehmen, wenn ich stehlen, ne? So nach dem Motto. Denn so kann ich mich ja noch nicht abseilen, oder? Nee. Aber hier kann ich auch lang. Vielleicht finden wir hier, was wir brauchen. Okay, wir sehen wieder komische Dämonen. Alles gut. Die sind nicht echt. Die sind nicht echt. Alles gut, alles gut. Hey, du bist nicht echt, habe ich gesagt. Ich sagte, du bist nicht echt, aber ich kann, ja gut. Also ich kann den nicht angreifen, ich habe kein Messer und nix. Und ich dachte, der wäre nur so eine, ja, der ist ja eigentlich, ist das ja nur eine Einbildung, ja, weil wir irgendwelche Drogen in uns haben, aber tatsächlich können diese Einbildungen mich auch töten. Das heißt, er darf mich nicht sehen. Aber ich weiß nicht, wie ich da, ja, wegkommen soll dann. Ich war es nicht, AJ. Was? Ich habe Mohan nicht getötet, egal was du gehört hast. Hätte ich jemanden töten können, dann Ishwari, deine Hure von Mutter. Fick dich. Gib einfach auf. Spring, bitte. Wenn du es tust, verstreue ich ihre Asche für dich. Okay, anscheinend sollte ich sogar sterben. Denn irgendwie haben wir gerade wieder eine neue Sequenz gesehen. Ich bin so einsam. Die Eins ist die einsamste Zahl. Allerdings bin ich jetzt wieder da, wo ich vorhin war. Und hier laufen wieder welche runter. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalinak. Aber wie komme ich da lang, ohne an dem Dämon vorbei zu müssen? Der Dämon tötet mich doch. Keine Ahnung, wie ich da langkommen soll. Ah, jetzt geht er weg. Vielleicht kann ich dann weiter. Aber er wird gerade total verrückt. Der Controller vibriert ununterbrochen. Und kann ich weiter oder nicht? Ich habe Angst vor diesem Dämonenvieh da hinten. Ich laufe einfach mal hier weiter. Oh, ja gut. Ja, aber ja, wie soll ich denn von den Viechern entkommen? Die killen mich doch innerhalb von null. So schnell wie die mich killen, kann ich mich ja gar nicht hochreilen. Und ich weiß vor allem nicht, wie das gedacht ist. Ah, hier hinten soll ich hin. Ja gut, also... Ich habe ja keine Ahnung, weil die Dämonen kann ich nicht killen. Ich habe ja nichts. Ich habe ja kein Schwert und kein Messer und keine Waffe. Und die Dämonen sehen einen oder riechen einen oder was weiß ich, was die machen.
Aber das bringt mir ja nichts. Ich weiß jetzt, da hinten ist ein Teil von dem Kletterhaken. Ja, super. Habe ich doch nichts von. Wenn ich die nicht töten kann. Und die sehen einen ja immer. Man kann denen auch nicht ausweichen. Ist doch ein schlechter Scherz hier. Das ist doch ein schlechter Scherz. Was ich bräuchte, wäre das Messer. Gib mir das Messer. Nein, gib mir dein Messer jetzt. Hör auf zu quatschen. Ohne Messer kann ich hier nicht raus. Ich kann nämlich die Dämonen dann nicht töten. Das macht keinen Spaß. Und vor allem muss man sich jedes Mal nochmal das Gelaber anhören. Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kürat. Auch hier keine Waffen und nix. Also da ist ein Dämon. Ja, wunderbar. Aber wenn ich mich von hinten nähere oder wenn ich generell zu nah dran komme, dann bin ich tot. Und die können einem echt Angst einjagen. Die sind schon ziemlich bizarr. So, jetzt geht der da weiter. Und ich kann hier weiter. Aber da kommt ja irgendwo nochmal ein Dämon. Beziehungsweise der ist ja da. Und wenn ich hier weitergehe, dann kommt auch einer. Aber ich sehe die auch nicht. Keine Ahnung, wo welche sind. Wir haben gar nichts. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den ersten Teil vom Haken. Kann ich den nicht vielleicht auch als Waffe benutzen? Nö, anscheinend nicht. Warum nicht? Das ist ein fetter Metallpiekser. Warum kann ich den nicht als Waffe benutzen? Okay, vielleicht sollte ich da nicht lang. Da wirkt es sehr dämonisch. Vielleicht gehen wir denselben Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Ah, nee, der Dämon ist da hinten. Immer noch. Dann gehe ich jetzt vielleicht mal hier lang. Aber ich finde das echt ziemlich angsteinflößend hier alles. Echt ziemlich diepe Scheiße. So, jetzt haben wir das Ding. Und jetzt sollen wir hier weiter. Jetzt öffnet sich für uns die Tür. Doch deine Mutter führte ihn in die Irre. Ich wollte ihn warnen, aber er hörte mich nicht. Und seine Liebe zu Ishmael hat ihn schließlich zerstört. Also Pagan Min hat unsere Mutter geliebt, das wissen wir ja schon eine ganze Weile. Und sie hat ihn verraten, ja. Gut, kann man ihr eigentlich nicht übel nehmen, unserer guten Mama, oder? Pagan ist nun wirklich auch ein Arsch. Oh ja, Spritzen, Fleisch, herrlich. Haben wir doch alles gerne. Da ist ein Dämon. Also gehe ich hier weiter. Alles, was ich brauche, ist eigentlich nur ein Seil. Und hier liegen auch Seile rum, aber... Die nimmt er sich nicht. Das muss wohl ein spezielles Seil sein. Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich finde mich hier nicht wirklich zurecht.
Alles sehr verwirrend. Wow, okay. Ich glaube, wir haben unser Seil. Entkomme mit Hilfe des Kletterhakens. So, jetzt muss ich nur noch den Rückweg finden. Nur noch den Rückweg finden. Und keine Dämonen. Ich habe Angst vor den Viechern. Ich mag die wirklich nicht. Aber ich glaube, ich finde gerade den Weg. Und ich glaube, wir können entkommen. Denn wir haben einen Kletterhaken. Und die Drogen, die einem hier verabreichen, sind wirklich nicht schön. Keine macht den Drogen. Oh mein Gott, wir haben es, glaube ich, geschafft. Weg hier. Nichts, sie weg aus dieser Irrenanstalt. Na super, jetzt sitze ich hier. Ah, okay, da vorne kann ich weiter. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Genau wie Kalinak damals. Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Kyrat. Das ist ja voll schön, meine Liebe, aber du musst mal ein bisschen runterkommen. Und ich muss mal überlegen gerade, wo ich weiterkomme. Denn das erschließt sich mir noch nicht. Ich hänge hier in den Bergen. Ah doch, da unten. So, weiter geht's. Runter, 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 runter. Oh shit. Ah, nicht runterfallen. Oh. Da oben ist der nächste Kletterhaken. Wir müssen irgendwie aus den Bergen runter, weil das sind ja 7000 noch was Meter. Bis wir da mal nach unten kommen, das kann natürlich dauern. So, hier können wir hoch. Und dann können wir hier wieder weiter runter. Wir sind zumindest auf einem guten Weg, ihr zu entkommen. Und ihre Drogenhölle. Oh! Nein! Gott, ich hasse die Viecher. Gibt nichts Schlimmeres, ey. Widerlich. Kriegst du Gänsehaut, wenn die dich anschreien im Dunkeln hier. Aber er scheint es überlebt zu haben. AJ Gale stirbt nicht so schnell. Hier hat schon mal jemand versucht, sich abzuseilen. Abreise verschieben. Wir müssen unseren Abstieg verschieben. Die Wärter haben mein Werkzeug gefunden und mitgenommen. Es muss jetzt in der Waffenkammer sein, unter dem eingestürzten Glockenturm. Die lassen sie nie aus den Augen, nicht mal eine Minute. Wir wären eine leichte Beute, wenn wir ohne unsere Waffen fliehen. Wo müssen die sein? Was hast du gesagt? In der Waffenkammer unter dem eingestürzten Glockenturm. Entkomme aus dem Gefangenenlager. Also hier sind Gefangene, aber die sind natürlich... die werden uns natürlich nichts tun. Aber wir werden beim nächsten Mal weitermachen, so, obwohl wir gerade mittendrin sind, obwohl es spannend ist. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Wir sehen uns dann wieder bei Far Cry 4. Bis dann, euch einen schönen Tag und alles gut. Ich bin raus der Walle. Bye, bye!